Ja, gar keine Frage. Donald Trump hat sich mal wieder als großer, als genialer Manipulator gezeigt und mit einem einzigen Tweet mal wieder die Dinge in seine Richtung geschoben. Die Frage ist nur, ob er mit seinem Einsatz sich ein bisschen verzockt hat oder nicht. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Sie kennen die Geschichten. Es war unklar, was eigentlich bei den Gesprächen rauskommen wird, aber vor allem, ob überhaupt die chinesische Delegation nicht heute schon wieder abreisen würde. Dazu hat dann ein sehr sachkundiger Beobachter, der Kontakt hat zur chinesischen Delegation, nämlich Edward Lawrence, geschrieben heute Morgen, dass die chinesische Delegation bis tief in die Nacht diskutiert hat, soll man heute abreisen, soll man am Freitag abreisen, völlig unklar. Es wird wohl so die Stimmung in der chinesischen Delegation darauf ankommen, wie die Gespräche laufen. Dann hat Donald Trump, kaum war Liu He angekommen und praktisch noch gar nichts besprochen, gesagt, ja, die Chinesen, die wollen ja einen Deal. Big Day of Negotiations, großer Tag der Verhandlungen. They want to make a deal, but do I? Aber will ich einen Deal machen? I meet with the Vice Premier, nämlich mit Liu He, tomorrow. Also ich werde morgen den Vizepräsidenten Liu He morgen im Weißen Haus treffen. Das war entweder gar nicht abgestimmt mit den Chinesen oder wenn es abgestimmt war, wenn man Liu He gefragt hat, naja, wir würden gerne, dass du morgen den Präsidenten der USA triffst, dann kann der ja schlecht Nein sagen, normalerweise. Oder man hat ihn gar nicht gefragt, weil Trump praktisch davon ausgeht, naja, die werden schon bleiben, die Chinesen, deswegen beraume ich mal diesen Termin an, ohne Rücksprache mit den Chinesen. Und das wäre natürlich dann, wenn Liu He doch heute abreist, ein ziemlich harter Affront gegen Trump, gegen das Präsidentenamt der USA. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass sozusagen dann die Aktienmärkte erstmal nach oben geschossen sind, weil sie sich gedacht haben, hurra, er trifft da den Liu He, das ist doch super, dann kann es doch nicht so schlecht aussehen. Aber wie gesagt, man hat noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, miteinander zu sprechen, weil die chinesische Delegation gerade angekommen war. Die Märkte optimistisch, weil man sich sagt, naja, guckst du, die letzten drei Male, als es zu diesem Treffen zwischen Liu He und Trump kam, da kam was bei rum am 31. Januar. Haben die Chinesen 5 Millionen Tonnen Sojabohnen gekauft? Sojabohnen, das ist ja das Asset, das die Amerikaner haben. Damit können sie die Welt verändern und ihr Suprimat weiter durchziehen. Dann am 22. Februar wurden die Zölle verschoben nach dem Gespräch. Inzwischen wurden sie dann aber natürlich längst wieder eingeführt und erhöht. Und am 4. April wurde das Treffen zwischen Trump und Xi Jinping auf dem G20-Gipfel dann damals geplant. Lange ist her, aber gleichwohl, es zeigt, dass wenn es zu diesem Gespräch kommt, so zumindest die Logik der Märkte, dann kommt dabei was rum, dann ist das doch ein super Zeichen oder nicht. Was hier übrigens Eamon Javers auch bemerkte mit dieser Bemerkung, aber will ich einen Deal, so twittert ja Trump, damit lässt sich Trump die Tür offen, dass er sagt, wenn die ganze Geschichte schief geht und die Chinesen abreißen, naja, ich wollte ja gar keinen Deal, aber das ist wenig glaubhaft oder wäre dann wenig glaubhaft, aber es ist mal wieder typisch, Trump geht all in, geht nach vorne und sichert sich gleichzeitig nach hinten ab. So könnte man die ganze Geschichte formulieren. Also, jetzt wird es extrem spannend. Schauen wir uns mal ein paar andere Dinge an zu den Märkten. Sind die Märkte wirklich darauf vorbereitet, was da passiert? Vielleicht, die Saxo Bank sagt heute in einer Analyse von Peter Ghanri, der eigentlich nicht gerade als überbärische bekannt ist, dass es eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, ob es einen Deal geben wird zwischen den USA und China, denn das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Frühindikatoren deuten darauf hin, dass wir sehr viel schlechtere Daten noch sehen werden, dass also die ganze Geschichte noch weiter sich verschlechtert. Selbst wenn jetzt ein solcher Deal käme, wenn, kann es ja nur irgendwie ein Teildeal sein, kein großer Deal. Da sind selbst die allergrößten Optimisten sich sicher. Sind die Märkte wirklich so ängstlich, wie manche behaupten? Naja, schauen wir uns hier mal den SKU-Index an. Das ist ein Index, der abgeleitet ist von aus dem Geld liegenden S&P 500 Optionen zur Absicherung. Wenn ich zum Beispiel eine Put-Option auf den S&P 500 habe, sehr weit aus dem Geld mithin, also sehr weit entfernt vom aktuellen Stand, sodass die Option jetzt bei Stichtag verfallen würde, wertlos verfallen würde, dann wette ich darauf, dass möglicherweise ein größerer Fall kommt des S&P. Dann kaufe ich eine weit aus dem Geld liegende Option in der Hoffnung, dass der Index fällt und dann ins Geld reinläuft sozusagen. Aber wir sehen hier, dass dieser SKU-Index deutlich immer weiter nach unten gegangen ist. Also die Bedürfnisse nach Absicherung, nach Put-Absicherungen sind nicht allzu groß.
während der S&P 500 nach oben gegangen ist. Es ist also nicht so, dass die Märkte jetzt wirklich direkt darauf vorbereitet wären, wenn da etwas möglicherweise schief geht. Abschließend noch zur EZB. Anderes Thema, vorhin Handelskrieg, Wall Street, jetzt EZB. Hier sehen wir einen Bericht heute Morgen der Financial Times, dass das Komitee der EZB innerhalb der EZB ein Advice-Komitee, also ein Komitee, das im Grunde innerhalb der EZB keine wirkliche funktionale Funktion hat, eine wirklich maßgebliche Funktion hat, aber immer das die Führungsgremien der EZB berät. Das hat sich ganz klar gegen eine Wiederaufnahme von QE ausgesprochen. Draghi hat darauf nicht gehört. Er hat sich also gegen den Widerstand hinweggesetzt. Und wir haben hier nochmal dann heute gesehen das EZB-Protokoll, wo klar wurde, dass die Mitglieder der Länder Deutschland, Frankreich auch vor allem, Österreich, Slowenien und Estland und Holland sich ganz klar gegen das ausgesprochen haben, was Draghi hier dann durchgezogen hat, nämlich QE Infinitive und gleichzeitig nochmal Absenkung des Einlagesatzes. Da waren diese Herrschaften, diese Länder dagegen, die immerhin 60% der Wirtschaftsleistung der Eurozone darstellen. Also das wird eine schwierige Geschichte für Madame Lagarde, wenn sie dann Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats das Amt von Draghi übernimmt. Diese divergierenden Tendenzen, die ähnlich ja auch in der Fed übrigens zu beobachten sind, irgendwie wieder zusammenzubringen, das wird ein heißer Ritt. Schauen wir uns mal an, was hier los ist bei den US-Indizes. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones, und was wir hier sehen, ist zunächst mal die Rallye, die gekommen ist aufgrund des Tweets und der Hoffnung, dass Trump Liu He morgen treffen wird. Das ist weder irgendwie bestätigt noch sicher bislang. Wir sehen hier, dass dann diese Euphorie ein bisschen abgetropft ist. Ähnliches Bild im S&P 500, der aktuell bei 2.935 handelt. Nervosität ist da. Man hat zunächst mal die Kurse nach oben gedreht aufgrund des Trump-Tweets. Die Algorithmen haben wieder zugeschlagen, aber jetzt ist man offenkundig wieder etwas vorsichtiger geworden. Was macht der DAX aus der ganzen Story? 12.140, wir waren schon bei 12.200, was ein Widerstand ist. Wir sehen den Euro-Dollar jetzt bei 1,1018, profitierend auch von dieser Meldung. Wenn es einen Deal gibt zwischen den USA und China, dann wäre das möglicherweise Dollar negativ, auch weil es ja diese sogenannte Currency, diesen Currency-Deal geben soll, also diesen Währungsdeal, was auch immer damit gemeint ist, vermutlich, dass der Yuan nicht zu stark abwerten darf zum US-Dollar, ist aber noch nicht klar, was damit wirklich ganz genau gemeint ist. Wir sehen, dass Gold wieder unter die 1500er-Marke gefallen ist, 1495, und sehen Crude Oil wenig verändert, $53.23. Also alles offen, alles ist möglich und auch das Gegenteil. Die Märkte haben jetzt ein optimistisches Szenario eingepreist, nämlich dass Liu He bleibt, dass es morgen zu Verhandlungen kommt und dass dann irgendwie dabei schon was rauskommt. Ob es so kommt, das ist die große Frage. Wenn nicht, dann wird es ungemütlich. Wenn ja, dann ist nochmal die Chance auf eine Rallye. Aber die Frage ist, die Saxo Bank eben gestellt hat, macht es überhaupt noch einen Unterschied? Klar, es wäre erstmal eine Erleichterung, aber das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Wir werden wahrscheinlich dann ein weiteres Absacken der Kurse sehen, respektive der Wirtschaftsdaten. Vor allem die Berichtssaison dürfte, so die Saxo, sehr, sehr schwach werden mit Entlassungen, die wir hier in Deutschland ja schon sehen. Jedenfalls ist der deutsche Markt im Vergleich oder der europäische Markt im Vergleich zu den US-Märkten deutlich angemessener bepreist angesichts der wirtschaftlichen Lage. Die Fallhöhe bei den USA oder in den USA ist da sehr, 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 sehr viel höher. Und Trump ist eigentlich in einer schwachen Position, weil er wenig Zeit hat. Er muss die Wiederwahl garantieren, er muss gucken, dass er diese Wiederwahl wirklich erreicht. Während gleichzeitig die Chinesen jetzt eigentlich jede Zeit haben. Trump ist unter Feuer aufgrund dieser Impeachment-Geschichten. Heute wurden zwei enge Kumpels von Giuliani, seinem Privatanwalt, verhaftet. Das bringt weiteres Feuer in diese ganze Geschichte. Also das wird jetzt wirklich eine politische Situation, eine wirklich elektrisierende Situation. Ich bin gespannt, wie sie ausgeht, und sage Servus und Ciao.